Viele neue Trainer in der deutschen Bundesliga, neue Vereine und wir zwei sind auch wieder am Start. Die Sommerpause ist vorbei. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Allgemeine Sportwettentipps und konkrete Wetttipps kostenlos per E-Mail jetzt eintragen auf xbet.tipps. Viel Spaß mit den xbet-Tipps von Chris Custodian und Radek Vegas. Ja, und da sind wir. Wie hast du deine Sommerpause verbracht? Ja, ich würde jetzt ganz gerne sagen, am Strand gechillt oder was auch immer, aber eigentlich nur mit Arbeit. Und verrückt, dass jetzt schon wieder die Bundesliga beginnt. Hätte ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt. Ja, also, ist ja fast schon Herbst und von daher wird es Zeit, Mitte August. Und den Anfang machen die Bayern, die überraschenderweise in der vergangenen Saison sich den Meistertitel geholt hatte. Wer hätte das gedacht? Und es war der 7. in Folge und der insgesamt 29. Jetzt spielen sie am ersten Spieltag gegen Hertha BSC Berlin. Und wir haben hier schon unsere Wetten im Vorfeld uns besprochen. Und in diesem Spiel sind wir der Meinung, unter 3,5 ist eine gute Wette bei einer Quote von 1,8. Denn die Bayern haben nur einmal in den letzten 6 Spielen gegen Hertha gewonnen. Und das waren meistens keine torreichen Spiele. Das 3:2 nach Verlängerung war im Pokal, aber in der Liga letzte Saison 2-0 für Hertha, 1-0 für Bayern. Es stand auch ein Asian Handicap auf Berlin als Außenseiter im Raum, aber im Endeffekt haben wir uns für Under 3,5 entschieden. Und ja, dann schauen wir mal, ob die Hertha mit neuen Trainer Ante Kovic in München zumindest hinten nicht allzu viele Buden kassiert. Ganz genau, denn so war immer die Einstellung von denen in den letzten Jahren und auch bin ich gespannt, was der Kovac bei Bayern München macht. Auch noch der Bosch bei Leverkusen, gut, der hat jetzt noch keine ganze Saison rum. Erster Spieltag gegen Paderborn, da gehen wir davon aus, dass wirklich viele Tore fallen. Von der Logik her, glaube ich, werden die meisten vermuten, dass Leverkusen das nach Hause bringt, auch relativ torreich. Beide haben nicht unbedingt die besten Defensiven und deshalb haben wir uns für die Quote von 3,5 Tore mit einer ganz guten Quote entschieden von 2,0. Sind auch ganz gute Dinge, dass das einfährt. Ja, genau. Die Leverkusen haben eine starke Offensive, haben halt vor allem die letzten 7 Testspiele nicht gewonnen. Deswegen zweifle ich ein bisschen dran, dass es wirklich dann so ein haushoher Sieg gegen Paderborn wird, aber vielleicht kriegen sie auch ein paar Tore rein und deswegen over 3,5. Ganz gut für die 2-0er-Quote. Bei Freiburg gegen Mainz, da waren wir uns relativ einig, dass Mainz hier das Value auf seiner Seite hat, wenn man die Quoten anschaut, denn Freiburg als Heimmannschaft leicht favorisiert, konnte aber in den direkten Vergleichen nur 4-mal gewinnen und Mainz 12-mal. Und auch in der vergangenen Saison war Mainz dann am Ende hin relativ stark im Vergleich zu den Freiburgern. Und was dann noch für Freiburg sprechen könnte, wäre, dass sie letzte Saison nur 4 Heimniederlagen hinnehmen mussten. Aber die Mainzer werden hier dieses Spiel nicht verlieren. Deswegen eine Quote von 1,7 auf Double Chance für Mainz. Ganz genau. Und auch, ich mache die ganzen torreichen Tipps anscheinend, Dortmund gegen Augsburg, das war letztes Jahr schon wirklich ein super Spiel. Die Augsburger sind wirklich grottig in die Saison gestartet. Interessanter Fact, als einer der wenigen Teams haben sie wirklich gegen gute Gegner in Freundschaftsspielen gespielt, Villarreal und Bologna, beide verloren. Niederlage auch im DFB-Pokal gegen Werl. Und jetzt geht's nach Dortmund. Im Normalfall dürfte es da auch eine ordentliche Klatsche geben. So oder so. Man weiß nicht, wie die Neuen bei Dortmund sich eingewöhnen oder ob Augsburg die richtigen Lehren aus dem schwachen Start im DFB-Pokal gezogen hat. Ein torreiches Spiel darf es aber werden und deshalb ist die Quote von 2,1 über 3,5 Tore echt gut und gut genug für diesen Tipp. Ja, dann kommen wir zum Spiel Wolfsburg-Köln. Hier haben wir den Tabellensechsten der vergangenen Saison. Internationales Geschäft für Wolfsburg mit Trainer Bruno Labbadia gegen den Meister der zweiten Liga. Aber dennoch finde ich die Quote für Wolfsburg hier etwas zu hoch angesetzt. Und deswegen, ohne hier lang rumzulamentieren, weil es der erste Spieltag ist, finde ich, muss man hier diese Quote von 1,9 auf die Wölfe mitnehmen. Deswegen
Hier ein Sieg der Wölfe mit 1,9 schon gut. Wir haben jetzt gesagt, wir setzen noch einen drauf und sagen Asian Handicap minus 1 und riskieren, dass die Wölfe, wenn sie nur mit einem Tor Vorsprung gewinnen, dass das Geld zurückkommt. Ansonsten, wenn die Wölfe mit zwei Toren Vorsprung gewinnen, gibt es eine Quote von 2,8. Und ja, das kann man am ersten Spieltag schon mal riskieren. Aber vielleicht sind die Kölner auch, ja, definitiv der stärkste Aufsteiger und machen es den Wölfen gleich mal schwer. Ja, wer weiß das schon immer, das ist ja sowieso der erste Spieltag oder die ersten zwei, drei, vier, fünf Spieltage, da ist es relativ schwer, gute, valide Informationen zu haben. Deshalb saugt man sich so ein bisschen was aus den Finger, denke ich. Und im Laufe der Saison wird es dann mit Sicherheit immer besser. Bremen gegen Düsseldorf ist ein Spiel, wo wir einfach mal keine Wette abschließen wollen, auch keine Empfehlung für irgendetwas haben. Eine 1,7-Quote für die Bremer ist nicht überragend, wenn man überlegt, wie letztes Jahr gegen Düsseldorf gespielt haben. Auch ohne Max Kruse jetzt. Dafür wenigstens Pizarro, Rücktritt vom Rücktritt. Er ist auch wieder dabei. Zwei Tore sogar im DFB-Pokal geschossen. Düsseldorf mit ein paar Abgängen, aber mit dem gleichen Trainer und ob die wieder eine Überraschung schaffen werden, ich weiß es nicht, aber wir wissen, wir wollen nicht auf dieses Spiel setzen. Aber definitiv drauf setzen will ich hier, nämlich bei Gladbach gegen Schalke auf Gladbach. Denn die Gladbach haben mit Trainer Marco Rose einen der vielleicht interessantesten Trainer im deutschsprachigen Raum verpflichtet vom Red Bull Salzburg, heißen jetzt, wollte ich Casino sagen oder Austria, aber es ist ja mittlerweile RB Salzburg. Und mit dem haben sie echt ganz gut gespielt in der Vorbereitung, zum Beispiel gegen Chelsea 2:2. Und bei Schalke gibt es irgendwie wenig Verbesserungen in meinen Augen. Das muss ich zumindest noch zeigen. Viel schlechter als in der vergangenen Saison kann es eigentlich nicht mehr werden. Aber dennoch glaube ich, dass hier der Heimsieg der Gladbacher überfällig ist, weil sie ja die letzten 8 Heimspiele unter Dieter Hecking nicht gewonnen haben. Da werden sie jetzt unter dem neuen Trainer Marco Rose mit einem Sieg gegen Schalke starten. 1,95 die Quote dafür. Relativ gut. Gladbach immerhin Fünfter geworden letzte Saison. Und Schalke, naja, eine Saison zum Vergessen als 14. Ganz genau. Und eigentlich möchte man sagen, dass bei Schalke vielleicht auch Aufwind herrschen könnte. Wegen dem Wagner ist ja auch ein wirklich vielversprechender Trainer. Allerdings sind die jetzt eher mit dem Tennis in die Schlagzeilen gekommen und nicht so positive. Frankfurt gegen Hoffenheim, mal wieder ein torreiches Spiel. Es liegt vor allem auch an den beiden Defensivreihen und so ein bisschen von den Trends von den letzten Wochen aus Freundschaftsspielen, wo man nicht ganz so viel für den Bundesliga-Start ablesen kann, aber auch vom DFB-Pokal. Erste Runde sind schon einige Tore gefallen. Ich glaube nicht, dass Hoffenheim gewinnen wird in Frankfurt. Tendenz geht ganz, ganz klar zu Frankfurt aus unserer Sicht. Aber die interessanteste Wette ist over 3 Tore, denn wenn du dir auch mal die Quote anschaust, 1,9, sehr fair. Ansonsten Frankfurter Sieg 2,4 könnte man gerne anspielen oder Draw No Bet wäre auch vielleicht nicht uninteressant auf Frankfurt mit einer 1,8. Wir haben uns jetzt mal für die over 3,0 entschieden. Falls 3 Tore fallen, gibt es halt den Einsatz zurück. Ja, sollte laufen in der Regel. Und bei Union gegen Leipzig hier die Eisernen, die haben sich ja interessant mit ein paar Oldies verstärkt, unter anderem neben Subotic. Und ist halt ein Aufsteiger, der es über die Relegation gegen grottenschlechte Stuttgarter gepackt hat. Und auf der anderen Seite halt der Tabellendritte der letzten Saison und Champions League-Teilnehmer mit neuem Trainer Julian Nagelsmann. Wie das jetzt wirklich zusammenpasst, da bin ich sehr gespannt. Die Voraussetzungen sind eigentlich top, also dass Leipzig auch dann wieder um die Champions League Plätze mitspielen kann. Dazu müssen sie jetzt auch in Berlin mal einen ersten Sieg landen und hier machen wir es ähnlich wie vorher bei Wolfsburg. Wir sagen, die Leipziger gewinnen relativ sicher, die müssen dieses Spiel gewinnen natürlich und von daher gehen wir direkt aufs Asian Handicap minus 1. Wenn sie mit einem Tor Vorsprung gewinnen, gibt es das Geld zurück und wenn sie mit 2 Toren oder mehr Vorsprung gewinnen, dann ist die Quote 2,35 auch noch sehr gut. Ein normaler Leipzig-Sieg für eine Quote von 1,75. Auch schon sehr, sehr interessant, angesichts der Voraussetzungen hier einfach Champions League-Aspirant gegen Aufsteiger. Aber natürlich hat der Pokal auch gezeigt, dass die kleineren Mannschaften oder die vermeintlich schwächeren Mannschaften in Spielen gegen starke Mannschaften oder Top-Favoriten hochmotiviert sind und mit viel Einsatz die Spiele eng gestalten können. Und wer
die alte Försterei in Berlin kennt, der weiß, dass die Eisernen da schwer zu schlagen sein werden. Aber dennoch, die Quote für Leipzig muss man einfach zu diesem Preis mitnehmen. Das hier nochmal alles auf einen Blick. Ich nehme mich auch voll bei dir. Für mich persönlich, kleine Saisonprognose, ist Leipzig sogar Bayern-Verfolger Nummer 1. Und es wäre ja schade, wenn sie jetzt unter dem neuen Trainer, der ja wirklich als hervorragender Motivator gilt, gleich bei den Eisernen Punkte liegen lassen. Aber wie du gerade schon gesagt hast, einmal noch im Überblick unsere Tipps. Und wie gesagt, was heißt wie gesagt, aber immer nur 1% eurer Bankroll auf die Spiele setzen, auch vielleicht nicht jedes Spiel mitnehmen, sondern nur die, die ihr gut findet. Normalerweise haben wir gesagt, wir einigen uns auf 3 Top-Picks, aber hier ist einfach der Bundesliga-Start und wir haben einfach Bock drauf, deswegen hier mal ein paar mehr wetten und dann wissen wir schon nach dem ersten Spieltag, wohin der Hase läuft, ob wir unseren Enthusiasmus ein bisschen bremsen müssen oder ob es so weitergehen kann. Also viel Spaß am ersten Spieltag. Bis zum nächsten Mal. Abo dalassen, nicht vergessen, wieder regelmäßig Videos auf unserem Kanal. Ab jetzt. Radic is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Allgemeine Sportwetten-Tipps und konkrete Wetttipps kostenlos.